Leute, hier ist euer Ali Saphir mit Mario Kart Super Circuit. Im letzten Part haben wir mit Mario. Ach, was laber ich von mit Mario? Mit Wario den Sterncup gefahren und haben eigentlich sogar noch gut abgeschlossen mit einem A-Rang, was eigentlich noch ganz okay ist, finde ich. Man braucht ja keinen Sternenrang unbedingt. Ein A reicht ja auch noch. Und meine Fresse, ich kann eigentlich wieder normal labern, weil das ist doch die ganze, das wollt ihr doch nicht hören, oder? Das ist doch langweilig. Naja, abgesehen, dass ich das Gefühl habe, so wie ich jetzt gerade rede, dass es so ein bisschen langweilig drüber kommt. Aber nee, da täuscht euch. Ich habe eigentlich wirklich Spaß, Let's Plays wirklich zu machen. Aber so wie ich gerade rede oder so, kommt das irgendwie nicht so gerade rüber. Aber wirklich ohne Witz, ich Let's Play eigentlich gerne. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, genau. Diesmal nehmen wir Luigi. Im Special Cup. Die Strecke fängt an mit Lakeside Park. Ja, wo wir gerade im Special Cup sind. Erzähle ich euch dann gleich. Und es geht los. Das ist... Danke, Yoshi. Ja, ramm ich noch mehrmals, Mann. Kann ich mal was... Kann ich mich auch mal aussprechen und so, wenn das geht? Ja. Junge, muss das jetzt schon am Anfang sein? Ich möchte hier noch was sagen und nicht, dass ich die ganze Zeit hier nur noch ausrasse und nicht zum Wort komme. Junge, mein Gott, was ist wieder los? Böse Stelle hier. Jetzt hab ich's wieder vergessen. Ja, toll, ey. Jetzt ist der Part schon scheiße. Ab in den Müll. Nee, mein Scherz. Todd weggeballert, Yoshi weggeballert und Wario kommt jetzt dran. Hat sich doch gut gelohnt. Die roten Parts behalten wir jetzt in der Hinterhalt. Ich habe eigentlich auf dem L-Knopf die ganze Zeit jetzt noch, da war ich noch drauf, aber ja, roter Panzer war jetzt irgendwie weg und so, obwohl ich die ganze Zeit gedrückt halte, aber es interessiert ja keinen, aber naja, ist ja egal. Strecke, genau, die hat was Besonderes, und zwar zur Runde, das heißt, der Vulkan speit in der zweiten Runde und hinterlässt noch solche Vulkanbröckchen da. Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Ja, dritte Runde. Nicht verkacken, weil ich habe immer so ein Talent, das ist auch beim privaten Zocken, immer das Talent, immer in der letzten Runde sowas von derbe zu failen, dass ich mindestens dritter, vierter, fünfter oder vielleicht sogar letzter Platz werde. Ja, und hoffe, dass in diesem Let's Play vielleicht hoffentlich nicht so wird. Das wäre nett. Danke. Aber hier wenigstens hier aufpassen, weil das ist eine böse Stelle. Oh. Wäre fast stecken geblieben, Alter. Aber nur fast. Jetzt bekommen wir Nein. Ja, nur so einen grünen Panzer, weg damit. Wir haben sie geschafft. Leute. Erster Platz in der ersten Strecke. Aber jetzt kann ich es euch ja wenigstens sagen, was es mit dem Special Cup kurz auf sich hat. Aber kurz, Broken Pier, so aus, wie fahren sie jetzt? Jetzt kann ich euch ja wenigstens sagen, wegen dem Special Cup. Nach dem vierten Part, wo ich es hochgeladen habe, habe ich privat mal gezockt. Aber ich mache dieses Quick Race da, was da ist. Und... Ja, ich bin mal da runtergefallen. Geil! Ist doch geil! Naja, und wir haben nur eine Münze. Und das Piepen geht uns überhaupt nicht auf den Sack. Und zum Glück ist es jetzt weg, weil wir jetzt mehr als eins gesammelt haben. Oh, jetzt weiß ich es wieder nicht. Wo war ich denn jetzt? Ja, rammt mich ruhig mehrmals. Ich habe es ja verdient. Hier, Rachel, hier, Yoshi. Obwohl es ein bisschen merkwürdig war, jetzt gleich so zu treffen, aber egal. Wo war ich denn jetzt? Ja, genau, wegen dem Special Cup und so. Nach dem vierten Part, wo das ja war, wegen Wario und so, haben wir ja gemacht.
habe ich privat noch ein bisschen gezockt. Weil das ist ein bisschen scheiße, wenn das dann so, wenn ich einfach weitermachen würde. Und dann lasse ich lieber gleich alles unverändert und lasst euch dran teilhaben. Also wegen Fahrverhältnissen und so. Ich bin schon weiter runtergefallen. Was zur Hölle? Ich habe irgendwie das Gefühl, heute wird es ein Agro-Part. Oh mein Gott. Wir setzen den Pilz ein. What? Ja, genau, ist klar. Wenigstens bekommen wir wenigstens noch einen Stern. So nett sind wir. Ey, ich muss mich gerade sowas von zusammenreißen, dass ich nicht gerade völlig ausraste, ey, weil gleich wird's kommen, ey. Mann, ich muss die ganze Zeit immer anfangen, weil ich nicht zu Wort komme, wegen solchen Fails. Jedenfalls wegen Mario und so, vierten Part. Ich mache diese Kleinigkeiten, weil sonst wird's dann dauernd zu viel und ich muss die ganze Zeit wiederholen, also nochmal. Vierter Part, letztens Mario, Sternkampf. Haben wir gemacht. Danach habe ich privat für mich gezockt, aber lieber nur im Quickways. Aber ich bin vorher nochmal durchgegangen, ob das wirklich sicher gespeichert ist. Nun denn, sagen wir es einfach mal so. Es war auf einmal weg. Alle vier Cups, die wir gemacht haben, waren weg. Die waren weg. Keine Ahnung wieso, es wurde ja auch gespeichert, weil ich zeige euch das ja euch immer komplett bis zum Schluss und dann mit der Verabschiedung. Alles komplett, ich hab's euch gezeigt und keine Ahnung, es ist weg. Deswegen musste ich gestern und jetzt bei der Aufnahme vorher noch den letzten Cup machen, bevor wir jetzt beim Special Cup jetzt gelandet sind. Und ja, deswegen musste ich das schnell machen. Weil ist ein bisschen doof, wenn man in der Kanalbeschreibung schreibt, jeden Tag let's test oder let's listen, eins von den drei, einmal pro Tag. Ja, und dann ist es schon ein bisschen scheiße, wenn man mindestens ein Video nicht pro Tag macht, würde ich sagen. Oder wie seht ihr das? Naja, jedenfalls hab ich die vier Cups gemacht, also Pilz, Blume, warte mal, Pilz, Blume, ist mir jetzt egal, ob ich jetzt gefällt habe, weil sonst muss ich nochmal wiederholen. Pilz, Blume, Blitz und den Sternencup. Weil die muss man vorher gefahren haben, bevor man den Special Cup wenigstens freischalten kann. Und das ist dann ein bisschen doof, weil sonst geht das nämlich vorher gar nicht. Deswegen muss ich das nämlich schnell machen. Bevor ich das hier aufgenommen habe. Und entschuldigt mich dann kurz, falls der Part bisschen später kommt, so abends, so die Gegend. Das bitte ich schon mal zu entschuldigen. Diese Aufnahme wäre dann fertig, aber wie gesagt, hochladen werde ich erst abends, weil ich später noch mit ein paar Kumpels dann noch rausgehe. Also, entschuldigt, das kommt dann so. Oh, ich kann es nicht versprechen, aber so zwischen um 9, halb 10 oder ein bisschen eher. Aber so um die Abendgegend so ungefähr. Versprechen kann ich es nicht. Oder höchstens morgen, je nachdem. Entweder noch heute Abend oder morgen, je nachdem. Das kann ich euch wenigstens sagen, aber versprechen kann ich es nicht. Aber jetzt sind wir ja wenigstens hier noch. Das war jetzt irgendeine Bowser Castle Strecke. Habe ich jetzt gerade nicht genau gelesen, aber laut Karte sind wir eigentlich gut in Vorstand? Irgendwie, ja. Ja, genau. Nein, wir lassen uns nicht von unserem grünen Panzer treffen. Wollte ich noch irgendwas sagen? Ja, genau. Ich wollte mal eigentlich sogar vornehmen, mal richtige Let's Plays zu machen, also die nicht jetzt nur auf dem Handy ist, weil das ist jetzt alles ja nur Emulator, was ihr seht, weil vielleicht kommt ja euch das auch bekannt vor mit dem GBA-Emulator. Ich habe mir eigentlich vor,
irgendwann mal richtige Spiele zu Let's Playen, also die ihr jetzt auf Wii U oder Wii, PS3 jetzt nicht, weil ja, ich besitze keine PS3, aber ich habe mir mal vor, mal eine zu holen. Deswegen, ja, für das ganze Equipment, und das ist nicht gerade billig. Ich erzähle gleich weiter. Hier sind wir in der letzten Strecke, in der Rainbow Road. Ein kleines bisschen schwierig ist die Strecke, würde ich sagen. Weil hier seht ihr ja diese komischen Banden, ne, wo man so darauf springen kann. Und ja, aber hier kann man übelst viel abkürzen, finde ich. Von was habe ich mich da jetzt treffen lassen, bitteschön? Ah, vielleicht von diesen komischen Sternen da. Ja, genau, das sind böse Sterne, die hier sind. Das sind keine gut gelaunten Sterne, die man einsammeln kann und hier einen auf Superstar machen kann hier. Also hier, wo man ein bisschen schnell wird und dann unverwundbar ist. Und Toad, rück uns nicht so dicht auf die Pelle. Hast du ein Green Shell dafür? Ich treffe den wirklich? Oder? Ich weiß gerade nicht. Aber hier diese Rainbow World gefällt mir irgendwie. Der hat wenig. Mann, kann ich jetzt mal wenigstens mal deutlich sprechen? Und nicht so ein Geblubbel? Ja, naja, jedenfalls, bei der Strecke kann man übelst viel abkürzen und hier gibt es noch so eine kleine Abkürzung. Wenn man nicht fällt, dann muss ich jetzt abbremsen, weil das ist schon ein kleines bisschen gefährlich. Weil wie gesagt, hier kann man nämlich eine Menge abkürzen. Ja, das war doch klar, dass ich jetzt failen musste. Zum Glück hat mich Toad mit der Green Shell nicht getroffen. Ich hätte gedacht, ich wäre jetzt hier darunter runtergefallen, ey. Das war nur ein Blitz, der ihn nur ganz kurz anhält. Ja, deutlich sprechen. Ich wag's mal. Mit dem Pilz wäre das noch viel chilliger. Naja, mehr oder weniger. Okay. Das mache ich jetzt nur kurz schnell. Ich gehe ab und baller den Toad ab. Aber ich schaff's nicht, den. Oh nein, das darf nicht wahr sein. Bitte nicht, ey. Ich muss noch fördern werden. Ich habe keinen Bock, die Strecke jetzt nochmal zu machen. Sonst hat der Part ein kleines bisschen Überlänge und das will ich nicht. Menno. Ah nee, es ist schon die letzte Runde. Nein. Oh. Zum Glück hatten wir noch Vorsprung. Dritter Platz. Oh, knapp. Ganz knapp, ey. Puh, Leute, wir haben es noch geschafft irgendwie. Und wie sind wir insgesamt? Nicht dein Ernst. Es ist jetzt nicht dein Ernst. Wir sind zweiter Platz. Ist das dein Ernst? Was soll das? Oh nein. Ey, nee. Jetzt sind wir noch zweiter. Das darf nicht wahr sein. Leute, diesmal habe ich es verkackt. Diesmal derbe. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie ich es machen werde. Entweder lasse ich es für euch extra so stehen oder ich mach das privat dann einfach später. Dann nochmal, mach einfach dann einen Goldpokal draus. Vielleicht mache ich es dann privat oder so. Ja, mal schauen. Naja, erster, dritter. Naja. Muss ich dazu jetzt irgendwas sagen? Ich denke nicht. E-Rang völlig verdient. Wir haben diesmal voll verkackt diesmal. Vielleicht bin ich auch mit Luigi auch nicht so gut. Oder heute ist einfach nicht mein Tag. Naja, egal. Ach ja, stimmt. Ja. Ich hätte gedacht, wäre jetzt so jetzt normal vorbei. Aber dass jetzt das kommt, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ich zeige euch jetzt diese Credits, aber so eine Art Fazit werde ich auf jeden Fall aus daraus sagen und nicht hier, dass ihr jetzt nur sowas seht und dann tschüss und so. Nee, das werde ich aber dann zum Schluss machen, so im 150er CCM. Das mache ich aber dann zum Schluss. Ist dann besser, weil das ist dann schon ein bisschen, naja, ein bisschen komisch, da sag ich mal.
dass irgendwie in jedem Hubraum dann immer so einen kleinen Fazit machen, weil, nee, das lohnt sich dann im 150er Hubraum dann da ein Fazit dann abzulassen. Finde ich dann besser. Aber ich kann nur sagen, dass mir das Spiel eigentlich nur gefällt. Das kann ich höchstens erstmal sagen. Für die damaligen Verhältnisse war das sehr gut. Vor allem für GBA-Verhältnisse, Game Boy Advance. Aber sonst finde ich es eigentlich sehr cool. Und halt, wie gesagt, der Part kommt höchstens so abends, so die Gegend. So spätestens so im Zeitraum zwischen 8, 9, 10 Uhr. Mal schauen, ob ich so noch so schaffen kann. Dann lasse ich euch noch an den Credits teilhaben. Und wir sehen uns, wenn es wieder heißt Mario Kart Super Circuit. Dann bis zum nächsten Mal, euer Ali Saphir. Macht's gut, Leute. Ciao, haut rein. Wir sehen uns. Und wir sehen uns im 100 Kubikzentimeter wieder. Ciao Leute, haut rein.